Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ja, bei mir war es jetzt die letzten 2 Wochen ruhig auf dem Kanal, weil wir leider erkältet waren. Ja, ich glaube, das geht im Moment überall rum und ja, uns hat es halt leider auch erwischt und deswegen ja, hatte ich einfach keine Energie, um Videos zu machen und ich hätte es stimmentechnisch wahrscheinlich auch gar nicht hinbekommen. Genau. Ist halt jetzt so, aber jetzt gibt es wieder ein Video und zwar ein Aufgebraucht. Das ist der Müll von August und September. Ich bin damit jetzt echt spät dran, aber gut, besser spät als nie, sagt man ja. Und ich würde sagen, wir fangen gleich an. Ich habe mein Perwollwaschmittel aufgebraucht. Das ist es für dunkle Textilien. Und ja, das habe ich euch jetzt schon ein paar Mal öfter in die Kamera gehalten. Ich finde es einfach richtig gut, weil ich eben sehr viel dunkle Kleidung trage. Möchte ich auch, dass die Farben und die Fasern geschützt bleiben. Und ich habe den Eindruck, das macht es. Und ja, deswegen habe ich es aufgebraucht und auch schon wieder nachgekauft. Dann habe ich hier wieder einmal von DM Denkt mit diese Spülmaschinentabs. Ja, ich finde, die machen das gleiche wie teure Tabs und deswegen kaufe ich die immer wieder nach. Dann hatte ich mal einen Vernell-Weichspüler ausprobiert. Und zwar bezaubernde Magnolie. Ich mag ja so gern Magnolienduft. Und ja, der riecht auch so schön blumig frisch. Und oh, also das war echt ein richtig schöner Weichspüler. Ich war ja sonst immer nur Lenor und Kuschelweich. Aber ja, der hier von Vernell ist auch richtig, richtig gut, wenn man so einen blumigen Duft halt auch mag. War auch langanhaltend, also ein richtig schöner Duft. Dann habe ich hier noch meinen Lenor Weichspüler aufgebraucht und zwar die Aprilfrische. Das ist ja mein Klassiker unter den Weichspülern. Wenn man nicht weiß, welchen man nehmen soll, dann nimmt man halt den. Das ist so ein frische Wäscheduft mit Sauberkeit. Ja, ich mag den einfach richtig gern und deswegen ja, habe ich den aufgebraucht. Ja, das war sogar so eine Vorteilsgröße. Ja. Genau. Dann habe ich von Syos das Intense Plex Shampoo aufgebraucht. Ich mag ja die Syos Shampoos total gerne, aber ich muss sagen, das Volume ist für mich immer noch das allerbeste. Ich habe auch die Spülung dazu, die habe ich noch in Benutzung, die ist aber auch kurz vorm Leerwerden. Ja, ich habe deswegen am Duft gekauft, weil es einfach mega gut riecht und ja, aber für meine Haare, oh, das riecht echt so gut. War es jetzt nicht so gut wie das Volume Shampoo. Ich weiß nicht, was da drin ist, dass ich da so einen Unterschied merke, aber ich finde, meine Haare sind dann einfach, ja, weiß ich nicht, anders. Deswegen, ja, habe ich aufgebraucht, aber würde ich jetzt nicht nochmal nachkaufen. Außer in 2 Jahren, wenn ich es wieder vergessen habe, dann kann es schon mal passieren, aber genau. Dann habe ich von Domestos einen WC-Reiniger aufgebraucht. Ja, ist halt WC-Reiniger. Der steht Floral Fresh. Ja, der war okay. Ich finde, die riechen immer alle... Also ich weiß nicht, ich finde Kloreiniger, egal welcher, die riechen alle irgendwie komisch. Ja, aber man braucht es halt einfach. Deswegen habe ich den aufgebraucht und den habe ich sogar nachgekauft. Genau. Weil das Zitrische mag ich zum Beispiel gar nicht. Boah, das kann ich überhaupt nicht riechen. Dann haben wir hier nochmal Waschmittel. Und zwar von Denk mit. Das Waschmittel für weiße Wäsche. Das gebe ich aber immer in die helle Wäsche. Also nicht nur weiß, sondern auch zum Beispiel helles Grau oder so. Das ist ohne Bleichmittel. Und ja, es hat seinen Zweck erfüllt. Es hat die Wäsche sauber gemacht. Und es war vom Geruch... so sauber, aber ganz, ganz leicht nur. Also das war ganz leichter Duft nur. Der war überhaupt nicht intensiv. Ja, was ja bei mir eigentlich unrelevant ist, weil wenn ich da so einen Weichspüler reinmache, geht der Duft wieder weg. Deswegen, ja, eigentlich egal, wie es riecht. Dann habe ich ein Duschgel aufgebraucht von Nivea. Dieses Summer Duschgel. Und das ist so geil, weil das riecht so nach Sonnencreme, Sommer und ach ja, also ich mag den Duft total gern.
Ich weiß nicht warum, aber ich mag Sonnencreme-Duft. Und ja, deswegen habe ich das aufgebraucht. Ist jetzt aber eher nichts für den Winter. Jetzt geht es wieder wenn in die andere Richtung von den Düften. Wobei ich finde, im Moment gibt es nicht so viele gute Duschgele. Aber das hier war auf jeden Fall gut vom Duft. So, dann haben wir hier noch ein Duschöl, aber das verwende ich ja nur, um meine Pinsel und meinen Make-up-Schwamm zu reinigen. Beziehungsweise hauptsächlich den Make-up-Schwamm. Den mache ich ja jeden Tag sauber nach dem Schminken und dafür benutze ich das, weil das echt super ist. Das kann man schön einarbeiten in den Schwamm und dann geht auch die ganze Foundation raus. Ja, kaufe ich immer wieder nach. Ist egal, ob das von, das ist von Isana. Ob das vom DM oder vom Rossmann ist, die machen alle ihren Job, um den Make-up-Schwamm sauber zu machen. Dann habe ich hier von Nivea die In-Douche Body Milk aufgebraucht und ich finde die so gut. Ich würde sie mir eigentlich am liebsten gleich wieder nachkaufen. Ich habe aber noch so viele Bodylotions in meinem Schrank, dass ich mir das selber jetzt ein Verbot gesetzt habe, dass ich erstmal die anderen Bodylotions aufbrauche. Ich finde die halt einfach mega praktisch und die riecht auch noch gut. Das ist halt der klassische Nivea-Duft. Und ich liebe den ja. Ich bin ja so ein Nivea-Duftmensch und ja, deswegen. Eigentlich würde ich es mir sofort nachkaufen, aber erstmal aufbrauchen. Ihr wisst, da bin ich ja immer noch sehr dafür, dass man, also für mich persönlich, dass ich halt nicht mehr so viel kaufe, wenn ich eigentlich noch so viel habe, weil irgendwann werden die Sachen schlecht und dann schmeißt man es weg und das ist eigentlich schade ums Geld, ne? Deswegen, ja, habe ich mir ein Verkaufsverbot dafür auferlegt, aber mal sehen, wie lange ich mich dran halte. Auch für die Haare habe ich jetzt noch was von Syoss, den Full Hair 5 Schaumfestiger. Der hat mir auch nicht so gut gefallen, also ich liebe diese Volume Produktreihe. Ich habe das Shampoo total gern und den Schaumfestiger dazu, also die zwei eigentlich nur. Ja, er war schon okay. Ich weiß nicht, ob das Einbildung ist, aber der Volume Schaumfestiger, der ist auch einfach schöner und deswegen, ja, würde ich mir nicht mal erstmal nachkaufen. Ja, ich weiß nicht, ob ich mal andere Schaumfestiger testen soll nochmal, aber im Moment bin ich so froh, dass ich was habe, was funktioniert. Ja, aber das kann sich ja bei mir auch wieder ändern, ne? Wenn ich irgendwas sehe, was ich toll finde, was ich ausprobieren will, dann kaufe ich es halt. Genau. Dann habe ich ein Trockenshampoo aufgebraucht von Balea, das Soft Cotton Trockenshampoo. Das ist eigentlich richtig, richtig gut, aber das ist halt sehr stark parfümiert. Ich bin jetzt auf das Sensitive umgestiegen und ja, eigentlich mag ich ja Duft gerne, aber ich glaube, das verträgt meine Kopfhaut nicht so gut. Und ja, deswegen. Das ist eigentlich ja sehr gutes Trockenshampoo, aber ich mag das Sensitive lieber. Deswegen würde ich mir das erstmal nimmer nachkaufen. So, da habe ich hier noch mehr Duschgel. Einmal vom Palmoliv, Orchidee und Milch. Das war halt, ja, ein blumiger, frischer Duft, finde ich ganz gut. Ja, ist halt Duschgel. Und von Balea Sensitive Creme Dusche mit Aloe Vera. Oh, da riecht man irgendwie gar nichts mehr. Aber es war ein leichter Duft. Ja, das habe ich in Kombination damit genommen, weil das ja schon richtig gut riecht. Und dann habe ich immer die beiden zusammen verwendet. Und das war eine gute Kombi. Ich habe mich danach richtig so, ach, ich mag das dann, wenn man so gut riecht und ja, genau. Hubala. Dann habe ich hier noch von W5 so ein Spülmaschinensalz aufgebraucht. Ja, da nehme ich immer irgendeins. Da habe ich mich im letzten Video, glaube ich, falsch ausgedrückt. Also ich nehme da irgendwas, wo ich halt gerade bin, wie jetzt, das ist, glaube ich, Lidl, ne? Und dann nehme ich das halt mit. Ja, ist halt nur wichtig, dass man welches benutzt, weil sonst merkt man schon Unterschied. Und jetzt kommen auch schon die letzten drei Produkte. Das ging irgendwie schnell, ne? Aber egal. Ich habe hier... jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Ich habe einen neuen Deo-Favoriten. Und zwar hat mir das meine Freundin empfohlen. Dieses Borotalco Deo. Und das ist mega, mega gut. Ich finde es so klasse, dass ich mir das jetzt schon die ganze Zeit immer wieder nachkaufe.
Ich habe jetzt mal noch ein anderes davon probiert. Das ist dann so ein Cremestick, den man rausdrehen kann. Ich finde den auch gut, aber das hier ist im Auftrag schöner. Dadurch, dass es flüssig ist, lässt sich das schöner verteilen wie dieser feste Stick. Und ja, ich finde es einfach mega klasse. Der Duft ist schön leicht angenehm, so ein wenig pudrig auch. Und ja, hilft einfach für das, was es helfen soll. Und deswegen mein neuer Deo-Favorit. Es wurde abgelöst, das Rexona Deo. Da habe ich aber noch eins im Schrank. Das heißt, ich muss das eigentlich mal aufbrauchen. Aber ja, mal sehen, ob ich das hinkriege. Jetzt im Moment mag ich erstmal das hier. Dann habe ich auch meine Lieblingsfoundation aufgebraucht. Das ist die Fit Me Foundation von Maybelline in der Farbe 115. Das ist meine liebste Alltagsfoundation. Ich sag mal gewesen, weil ich im Moment neue noch ausprobiere. Ich habe neue Foundations zum Testen und die eine gefällt mir von der Deckkraft besser. Deswegen weiß ich noch nicht, ob die ablöst. Da bin ich noch ein wenig am Schwanken, weil ich nicht weiß, ob meine Haut die verträgt. Genau, aber das hier ist prinzipiell meine Lieblingsfoundation für den Alltag. Genau, wenn die anderen beiden nichts taugen, dann gehe ich wieder auf die hier zurück. Und ja, die hat halt eine schöne, leichte Deckkraft und das ist das, was ich für den Alltag mag. Die lässt sich auch schön auftragen und genau, deswegen meine Lieblingsfoundation gewesen oder immer noch. Mal sehen, was wird. Und meine Lieblingsgesichtscreme von Neutrogena, jetzt habe ich kurz den Namen vergessen, habe ich auch wieder aufgebraucht. Das ist die Aquacreme. Das ist für mich die allerbeste Gesichtscreme und ja, deswegen kaufe ich die immer nach, brauche ich die immer auf und es ist mein heiliger Gral bei der Gesichtspflege. Ja, und das war es auch schon mit meinen aufgebrauchten Produkten. Ja, kam jetzt irgendwie voll schnell vor. Oder habe ich zu schnell geredet? Naja, egal. Ja, das ist wahr. Beende ich das Video jetzt an der Stelle. Ich wünsche euch allen noch eine gute Zeit. Bleibt gesund und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video wieder einschaltet. Tschüss!